Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu No One Lives Forever 2 mit unserer lieben Kate Archer. Und hier sind wir stehen. Was ist das hier? Hier sind wir stehen geblieben das letzte Mal. Komm. Überwachungskameras. Sollte eine Überwachungskamera sie entdecken, wird ein Alarm ertönen, wodurch Verstärkung zur Durchsuchung in das Gebiet kommt. Die Kamera wird etwas Zeit benötigen, um sie ins Visier zu nehmen und als Bedrohung zu identifizieren, also müssen sie lernen, sich in dem Moment außer Sicht zu bringen. Wenn sie das charakteristische mechanische Surren des sich drehenden Objektivs hören, da Kameras von fern überwacht werden, wird ihre Zerstörung einen Alarm auslösen. Aber sie können spezielle Munition zum Ausschalten von Kameras für ihren CT-180 Mehrzweckwerfer verwenden, um sie funktionsuntüchtig zu machen. Okay. Was es nicht alles gibt. Lass mal gucken, wo er... War da irgendwas? Oh, oh. Oh, oh. 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 Mir kommt was. Hab ich mich erschrocken? Haben wir keine Munition? Was? Was? Was ist hier los? Habt ihr den Geisterschatten auch gesehen? Ja, das war... Keine Ahnung, was das da eben war. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Zumindest können... Hier läuft da noch einer. Rolle, 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 Rolle. Ich bin gerade ein bisschen geflashtingst irgendwie. Och, geht's hier noch Keller? Ach, bitte nicht. Komm. Das war schnelle Reaktion gerade. Huch, hier geht schon wieder raus. Wir müssen doch bestimmt irgendwas anderes hier machen, oder? Was ist denn hier alles für verwinkelt? Achso, schon knacken. Warum ändert sich die Musik gerade? Wahrscheinlich werden gerade die Leichen gefunden. Okay. Ja, die Leichen wurden gerade gefunden. Komm, 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 komm. Anforderungsformular J9. Angeforderter Gegenstand, Toilettenpapier, eine Rolle. Grund der Anforderung, unzureichende Vorräte. Gewünschte Lieferadresse, Petrograd. 4, Lieferpriorität. Eine Woche, ein Monat, ein Jahr. Ich vermute, meine Antwort hat keinen Einfluss auf die Lieferzeit. Hier schläft doch irgendwo noch einer. Die Frage ist, wo? Was ist los? Oh, oh. Ich mach den Papierkram bestimmt nicht. Komm sofort! Ja. Von wo kommt der jetzt schon wieder, bitte? Da geht's raus. Will ich ja nicht. Ich bin gerade verwirrt. Oder ist das hier bloß zur Tarnung? Guck mal, hier unten geht's ja auch noch lang. Da
alles in Ordnung? Tut mir leid, Genosse, aber so gibt es weniger Papierkrieg. Hä? Du hast es so gewollt. Was denn? Wo? Gebt Alarm! Toll, die Kinokarte. Leute. Ratte. Was? Oh Gott, Leute. Du warst ein tapferer Mann. Zwing mich nicht, dich zu jagen. Bevor Sie auch nur dran denken, Zucker in diesen Benzintank zu schütten, damit Ihre kleine Süße am elektrischen Zaun vorbeikommt, denken Sie an das Schicksal von Sergej Putkin, dessen sehr gewissenhafte Freundin Anja mir am Morgen, nachdem er den Generator sabotiert hatte, um sie auf das Gelände zu schmuggeln, ein tränenreiches Geständnis machte. Machen Sie sich bewusst, dass die Würmer die Haut von seinen feigen, unpatriotischen Knochen abnagen. Sie werden beobachtet. Mist, wir haben keinen Zucker. Leiser, leiser Musik. Na. Alles in Ordnung? Oh, ist der laut. Tut mir leid, Genosse, aber so gibt es weniger Papierkrieg. Oh. Scheiße. Ein Spion! Jetzt gibt's Ärger. Also jetzt habe ich langsam die Schnabeltaste. Oh. Ey, ist doch nicht wahr. Noch mehr. Ich glaube nicht, dass es so geplant ist, oder? Vom Spiel. Leutnant Pupkin. Ich habe dieses seltsame Paket während meiner Patrouille nahe der südlichen Mauer gefunden. Die glänzende, schöne Verpackung lässt mich einen ausgeklügelten kapitalistischen Plan vermuten. Ich verlasse mich auf Ihr weises Urteil bezüglich der weiteren Vorgehensweise, Oberfeldwebel Kominski. Agentin Archer, ich hoffe, dass dieses Paket Sie unbeschädigt erreicht. Ich muss es auf etwas unkonventionellen Weg schicken. Anbei finden Sie einen CT-180 Mehrzweckwerfer mit Kamerastörermunition. Diese raffinierten Geräte schließen sich an Überwachungskameras an, von deren Blickwinkeln aus Sie Bilder aufnehmen. Diese falschen Bilder werden dann auf das Kameraobjektiv projiziert. Jeder, der das Überwachungssystem kontrolliert, wird denken, dass er Live-Aufnahmen sieht. Hey, du, steh auf! Oh, nö. Was ist das denn hier? Ach, hör auf. War schon wieder hier. Okay, jetzt gehen wir aber hier hinten raus. 10 Minuten hier fast verballert an der Stelle. Ist aber auch... Beeilung! Die Bärenkapitalisten! Sieh mich an! Ich bin getroffen!
Zeig dich! Ich probiere mal was aus. So, ein Schuss. Was? Du hast keine Chance. Ey, ist doch nicht euer Ernst. Also irgendwie... Irgendwie ist das nie mein Tag. Okay. Was haben wir hier? Huch. So. Oh. Was? So. Alles auf hier. Also irgendwie bin ich gerade ein bisschen, perplex. Irgendwie hat das nicht so geklappt, wie ich wollte. Na, du komm, geh auf. Ja, da ist die Bombe nicht drin. Wie oft respawnen die denn? Meine Mitverschwörer, die Stunde der Revolution ist nahe. Ich habe die notwendigen Vorbereitungen getroffen. In weniger als einer Woche werden wir drei Ketten der Tyrannei abgeworfen und ein leuchtendes Beispiel für alle Russen gesetzt haben, die ebenso wie wir nach Befreiung hungern. Was ist passiert? Du warst ein tapferer Mann. Zwing mich nicht, dich zu jagen. Gib endlich auf! Wo ist er? Alles in Ordnung. Nix, nix, nix. Bam, 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 bam. Nichts, die Bombe. Super, super. Oh, oh nein. Also langsam wird es ein bisschen lästig. Meine Brüder der Verschwörung, die Revolution steht tatsächlich kurz bevor. Ich kann praktisch schon den süßen Wind der Freiheit auf meiner Haut spüren. Die Warterei ist wie ein Gefängnis. Ich fühle mich eingefercht in gespannter Erwartung, gefangen in dieser elenden Uniform und allem, wofür sie steht, Sergei Romanow. So. Hallo. Du auch. Ach, die machen sich selbst hier ab. So.
So. So, hier waren wir nicht drin, ne? Oh Gott, wieder 1000 Kisten. Jawohl. Nix. Ja. Psst. Nix. Nix. Mhm. Irgendwann hasse ich langsam diese Musik, diese du. Da steht er ja wieder einer. So. So. Was? Oh. Aha. Wie kommen wir denn an den Strom vorbei hier? Hallo? Crazy Ivans elektrischer Zaun. Wie kommen wir denn da durch? Oh Scheiße. So. Och Leute, wie kommt man denn da durch? Wir müssen ja da lang. Hm. Na, fall um. Nee, jetzt warte mal, was mache ich denn jetzt hier? Muss ich den Strom kaputt? Leute! Nee, kein Alarm auslösen. Jetzt mal im Ernst, das ist doch gerade ein bisschen albern. So, da... So, was mache ich denn jetzt? Habe ich hier irgendwo einen Hebel verpasst oder so? Nee. Oh nu? Wir haben ja auch nichts, was wir da benutzen können, ne? Gut, Leute, ich muss mal gucken, was wir hier machen können. Keine Ahnung. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Bis dahin, euer Firefox.